Seid mir grüßt, meine Captain Tsubasa-Fans. Hier ist wieder mal der Tybalt. Herzlich willkommen zu unserem heutigen kleinen Video. Heute mal wieder eine kleine Episode mit Transfers. Ja, das Erklärvideo lässt noch auf sich warten, aber es kommt bestimmt. Irgendwann kommt es bestimmt. Nein, ich arbeite daran. Es kommt bald. Versprochen. Aber heute nochmal eine kleine Transfer-Session. Ich habe noch ein paar Tickets aufbewahrt. Längere Zeit jetzt knapp 3-4 Motorstunden gesammelt. Und die wollen wir heute mal durchbringen. Bälle habe ich euch genug für einen coolen Transfer. Im Moment gibt es auch keinen richtig coolen Transfer. Es gibt zwar diesen Barcelona-Transfer-Banner hier. Aber, ja. Ist halt jetzt kein Stufentransfer, deswegen für mich nicht so interessant. Wir haben hier SSR-garantiert Tickets. Da habe ich 17 Stück von, die werden wir heute einlösen. SR Plus garantiert haben wir 9. R Plus haben wir sogar 35, die hauen gleich ganz schnell durch. Und dann habe ich hier noch Club-Transfer-Tickets 7 und Punkt-Transfer-Tickets habe ich auch nochmal. Da haben wir auch einen 10er durch. Also einiges zu tun heute. Wir beginnen natürlich mit den kleinsten, mit den R Plus-Transfer-Tickets. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch und ich hoffe mein Team wird ein bisschen was Neues kriegen. Ganz kurz, diese SSR-Garantiert-Tickets, da sind halt wirklich SSR-Spieler drin mit jedem Ticket, das heißt 17 SSR-Spieler heute. Eine coole Ausbeute, ich bin gespannt, ob wir da was kriegen, was unser Team ein bisschen verstärken kann. Unter anderem sind auch diese fetten Barcelona-Spieler, also fett, also guten Barcelona-Spieler, jetzt auch schon in diesem SSR-Tick-Pool mit drin, habe ich gelesen. Das ist ziemlich nice. Wir beginnen aber mit dem R+, mit dem Schwächsten. Drückt mir die Daumen. Oh, das sieht gut aus. Oh. Oh boy. Sogar in dem Transfer schon ein lilaner Ball, also ein Regenbogenball. Kazuki Surimachi, der Stürmer von Toho. Mal gucken, was haben wir hier für einen. Stürmer konnte zum Flugaufball finden, Dribbling, Strafraummeister. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Was ist das für... Geht das hier irgendwo? Bitte nicht. Dass jetzt ein U16-Stürmer wäre oder sowas, würde mich nur interessieren. Kann ich mir das irgendwie angucken? Machen wir am Ende. Also schon mal ein guter Transfer mit einem Stürmer für meine japanischen Mannschaften. Ganz wichtig, wenn ihr irgendwas seht, was richtig gut ist, was ich vielleicht übersehe, schreibt es in die Kommentare. Ich habe gesehen, es gucken auch schon einige Leute die Videos, die sich mit dem Spiel besser auskennen als ich auf jeden Fall. Ich bin ja kein Profi. Okay, das war einmal nichts. Danke dafür. So, weiter geht's. Da ist wieder nichts, denke ich. Okay. Ja, das war wieder nichts. Okay. Die anderen 5 verwahre ich mal. Machen wir die 10er. So, weiter geht's mit dem nächsten Transfer, würde ich sagen. Und zwar schauen wir uns jetzt die SR Plus garantiert Tickets an. Da sind auf jeden Fall alle Spieler SR Plus garantiert, also die silbernen Spieler. Aber es können auch SSR drin sein, die wir ja haben wollen. Da hauen wir alle 9 durch, würde ich sagen. Und dann mal schauen. Vielleicht haben wir hier Glück. Okay, der Pfeil ist schon mal golden. Sieht aber nicht so gut aus. Ah, schade. Okay, 9 Spieler, die wir nicht unbedingt brauchen. Nichtsdestotrotz jetzt gleich noch die spannenden Tickets, aber erstmal ganz nach unten. Club-Transfer-Tickets haben wir auch 7. Ich weiß gar nicht, was da so drin sein kann. Mal gucken. Wir schauen einfach mal rein. Diese Tickets kriegt man halt, wenn man in einem Club ist und dort tägliche, wöchentliche Aufgaben abschließt, kriegt man diese Punkte und davon kann man ein Torwandschießen machen. Und bei diesem Torwandschießen kann man mit ein bisschen Glück diese Tickets gewinnen. Und da haben wir 7 Stück. Und da schauen wir mal rein. Oh, oh. Das sieht gut aus. Oh, direkt 2.
3. Oh, sogar ein Spieler, cool. Trumpfkarte des japanischen Teams, Yumi Sugi. Offensive Mittelfeld, Krafttyp. Oh, sieht aber nicht so gut aus, hat keine passive Fähigkeit, scheint nicht so ein guter zu sein, würde ich sagen. Wenn ich ihn so angucke. Herrliche Fußarbeit, Tricktackling, auch nur A-Fähigkeiten. Schade. Aber ganz cool eigentlich, die beiden UR Max hier oben. Das sind Trainerinnen, mit denen man die kompletten Werte hochmachen kann. Die Trainerwerte. Das erkläre ich ja in dem Video demnächst, denke ich mal, wie es funktioniert. Auf jeden Fall merkt euch, die sind echt gut. So. Dann haben wir hier unten noch den SR-Punkttransfer SR Plus garantiert. 10 Stück können wir hier machen, also können mehr machen. Ich mach mal nur 10er. Diese lilanen Tickets hier, die kriegt man dadurch, dass man Traumbälle für Transfers einsetzt. Dann kriegt man immer so ein Ticket oder auch mehrere. Und die habe ich halt angesammelt im Laufe der Zeit und die machen wir heute auch mal. Könnt mir gut vorstellen, dass hier auch vielleicht gute Sachen drin sein könnten. Wenn ihr mehr wisst, gerne mal darauf antworten. Wie gesagt, ich denke mal, hier gucken Leute zu, die sich besser auskennen als ich. Okay, das sieht nicht so gut aus. Ja, wieder viele Spiele, die wir erstmal nicht unbedingt brauchen. So, jetzt kommen wir zum Highlight der Folge, die SSR-Transfer-Tickets. Ich freue mich, ich bin gespannt, ob wir was kriegen, was mich weiterbringt. Genau, das war schon zu hoch. Da hauen wir heute alle 17 durch, würde ich sagen, dass wir mal 17 neue Spieler potenziell für unser Team haben. Drückt mir die Daumen, ich bin gespannt. Kurz gucken, ob ich auch wirklich aufnehme. Ja. Okay, los geht's. Die ersten 10. Oh, ich bin gespannt. Das sieht schon geil aus, alle 10 Bälle in Regenbogen. Das sieht man nicht oft. Okay, wir haben hier einen kräftigen, also einen Chunita vom Krafttyp schon mal. Ist vielleicht nicht schlecht, japanische Stürmer kann ich bestimmt noch gebrauchen. Ich weiß nicht, ob er gut ist. Mal gucken, was haben wir hier? Oh, Erweckung Japan und K-Typ. Alle Eigenschaften plus 17 müsste das sein. Das ist gut. Damit kann man arbeiten. Weil ich aktuell auch ein K-Typ-Team habe. Das ist eigentlich gar nicht mehr schlecht für mich. Nationalitätsbildung Japan ist auch gut. Macht den Spieler stärker, dass mehr Japaner auf dem Platz sind. Für ein nur japanisches Team richtig nice. Falkenschuss natürlich, der legendäre Schuss von Chunita. Linksfüßiger gesprungener Falken-Volley-Schuss, kennt man auch aus der Serie, und Falken-Abfangtechnik. Von den Techniken her sieht er ziemlich gut aus. Könnt ihr mir vorstellen, dass er gut ist? Lasst mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da, wenn ihr euch auskennt. Also ich glaube auch, dieser linksfüßige gesprungene Falken-Volley-Schuss könnte nice sein. Auf jeden Fall interessant. Dann haben wir noch einen Kojiro Hyuga vom Typus Kraft. Falls ihr euch wundert, dass hier links der Argentinier nicht nach vorne gezogen wurde. Das passiert immer nur mit Spielern, die neu sind. Das heißt, den habe ich schon mal. Deswegen gehe ich da jetzt auch nicht unbedingt drauf ein. Haben wir schon. Bringt mir jetzt nicht so viel, weil es eine Doublette ist. Vielleicht die Fähigkeiten für den anderen Spieler runterholen oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall hier Kojiro Hyuga, natürlich auch ein Stürmer. Auch K-Typ. Nice. Aber das Problem ist, der Kojiro Hyuga, den ich habe, mit der Blaue, der vom Typ Geschwindigkeit ist blau, meine ich, der ist halt eigentlich der Beste. So. Das ist so das, was ich weiß. Blockkiller, okay, das ist krass, dann kann man Abwehrspieler dann ein bisschen ausschalten. Neo-Tiger-Schuss als Fähigkeit hört sich gut an. Wildes Tiger-Tackling ist für einen Stürmer jetzt okay, muss man nicht unbedingt haben. Aber Neo-Tiger-Schuss hat wahrscheinlich auch die... Wirft bis zu 2 Gegnern genau, hat die Umwehrfähigkeit dabei. Glaube ich, ist nicht so stark. Aber nehme ich natürlich gerne mit. Okay, da waren schon mal ein Schneider und ein Müller, die beiden deutschen Spieler, der Stürmer von Deutschland, der Tor von Deutschland. Habe ich beide auch schon gehabt, sind beide auch meines Erachtens nach nicht so gut. Jetzt haben wir hier Robson, das ist ein Engländer, interessanterweise. Automatisches Blocken verbessert ist cool, das heißt, es kann passieren, dass er automatisch Blocken einsetzt, wenn ein Schuss kommt. Hochleistungsblock und Hochleistungstackling, interessante Fähigkeiten, aber auch nur Rang A. Ich denke, es ist auch ein nicht so starker Spieler. Deswegen wahrscheinlich für uns auch nicht wirklich hilfreich. Schade. Dann
Was mich gerade freut, ist, dass wir da den, der jetzt hier verdeckt ist, den Izawa gekriegt haben, denn das ist der mit dem Überraschungsschlag als Schuss. Das ist ein Schuss, der bei Entfernung nicht an Stärke verliert, ziemlich nice. Da kann ich die Fähigkeit gleich runterholen dann. Es sei denn, es wäre die Hauptfähigkeit. Das muss ich mal gucken. Juan Diaz haben wir hier. Den habe ich noch nicht vom Typus Geschwindigkeit. Ich glaube, ich habe noch gar keinen guten Diaz. Deswegen ist es, glaube ich, ein sinnvoller Spieler für mich auf jeden Fall. Was hat er für einen Namen? Mehr als wundersames Gotteswerk. Die deutschen Namen hören sich immer so konstruiert an, finde ich. Super Erweckung der lateinamerikanischen Spieler vom G-Typ. Wie viel ist das? Plus 10 oder was? Alle Eigenschaften, na komm, schneller. Plus 15, okay. Das ist gut. Nationalitätsbildung Lateinamerika. Desto mehr lateinamerikanische Spieler im Team sind, desto mehr erhöhen sich die Werte von ihm. Sehr nice. Topspin, Fallrückzieher mit Rückwärtssalto. Hört sich auch ziemlich nach einem starken Schuss an. Argentinisches Duo. Ist immer so doof, weil ihr seht, das ist ein Zeichen mit dem Männchen daneben. Das bedeutet, er braucht Pascal im Team. Das ist der, den wir oben links gezogen haben, glaube ich. Habe ich auch einen guten, könnte man mal gucken, was man einsetzen kann. Und der Purzelbombschuss. Auch ein Schuss, den man aus niedriger Lage spielen kann. Es gibt ja hohe Lage, niedrige Lage und die normalen Schüsse. Erkläre ich auch nochmal in einem extra Video. Auf jeden Fall, der könnte interessant sein. Den könnte ich mir vorstellen, mal zu nachzurecherchieren, ob der gut ist. Cool, ein Magus. Nicht der Magus, den man unbedingt haben will, aber ist es ein Magus? Ob der gut ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat der Schuss 1054. Wow. Schon auf dem Level. Hört sich schon mal ziemlich nice an. Ist ein deutscher Stürmer. Wahrer Angreifer. Lichtgeschwindigkeitsschuss. Schuss plus 15%, okay. Die Fähigkeit hört sich jetzt nicht so gut an. Kombination mit Chester, okay, das ist cool. Chester habe ich auch einen guten. Im selben Team ist Eigenschaften plus, na komm. 10%, das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, er ist nicht so gut. Mal gucken. Muss ich recherchieren, weiß ich nicht genau. Technischer Flugkopfball. Als Schuss ist als S-Fähigkeit ziemlich gut. Gewehrkugelschuss mag ich eigentlich auch ganz gerne, weil der Gegner umwerfen kann. Ist aber wahrscheinlich kein ultimativer Superschuss. Und der letzte dann nochmal hier hinten ein, ich weiß gar nicht, ist das ein Misaki? Wenn wir mich angucken, wir gucken ihn, ach doch, kann ich draufdrücken einfach. Genau, Misaki, der war aber auch nicht so gut, den habe ich schon. Kurz gucken, was haben wir hier? A-Fähigkeit, okay, das ist nice. Das war doch der Überraschungsschlag, oder? Genau, Überraschungsschlag, S-Fähigkeit. Ich glaube, die kann man nicht runterholen, weil es die Hauptfähigkeit ist. Ansonsten auch kein schlechter Spieler. Habe ich auch öfter bei den Teams drin. Aber auch kein richtig guter. 7 Tickets haben wir noch, ich würde sagen. Let the go. Gucken wir uns kurz Pascal nochmal an. Argentinischer Doppelfallrückt. Oh, der ist ziemlich gut, glaube ich, der Pascal. Also den zusammen mit dem Diaz dann. Könnte eine lustige Kombination werden. Werde ich mir mal anschauen. Generell Lateinamerika habe ich noch nicht so eine gute Truppe auf die Beine gestellt, deswegen ist da jeder Spieler willkommen. Okay, nochmal 7 Stück. Ich bin gespannt. Okay, das erste war ein Kals, den haben wir schon, der ist nicht so gut. Dann haben wir hier einen Karl-Heinz Schneider, der und Typus Kraft. Kombination mit Tsubasa, was ist das denn? Eigenschaften plus 10%, okay, das ist weird. Europäische Spieler, alle Eigenschaften plus 7% ist nicht so viel. Ich weiß ja auch nicht, ob der jetzt eine Potenzialentwicklung hat. Müssen gleich mal gucken. Feuer, Topspin, Zwillingsschuss. Das ist wahrscheinlich mit Tsubasa dann wahrscheinlich. Tsubasa und Schneider im Team. Ist natürlich schwierig zu machen. Muss man mal gucken. Kaiserschritt und Feuerfallrückzieher. Hört sich auf jeden Fall alles ziemlich cool an. Feuer, Topspin, Zwillingsschuss. Ist natürlich nice. Könnte für mein europäisches Team interessant werden. Ich habe ein europäisches grünes Team, wo ich noch einen guten Stürmer brauchte. Und mal gucken. Muss ich mir mal anschauen. Wird dann gegebenenfalls in meinem Team-Übersichtsvideo, was dann vielleicht in 1, 2, 3, 4 Wochen kommt, werde ich das mal ein bisschen drauf eingehen, was für Spieler ich im Team habe, was ich mir so für Taktiken vorstelle und wie es abläuft. Hier mal Taro Misaki vom Typus Grün, also Geschicklichkeit ist das. Ah, super Auswechselspieler, nice. Das heißt, wenn er eingewechselt wird, dann kriegt er nochmal 35% mehr Boost in der zweiten Halbzeit, also wenn er dann spielt, richtig nice. U20 Japan, alle Eigenschaften, plus 10 wahrscheinlich. Plus 13, okay, das ist auch nicht so schlecht. Artistisches Dribbling. Nutzt man wahrscheinlich nicht die Teamfähigkeit, weil jetzt haben wir ja die Fähigkeiten mit 16, 15, 16, 17.
Prozent plus. Artistisches Dribbling seine Hauptfähigkeit, dann haben wir einen angeschnittenen Rasenpass und eine herrliche Abfangtechnik. Hört sich jetzt im ersten Blick gar nicht so schlecht für mich an. Der perfekte Soldat Carlos Santana kommt auch dazu. Ein brasilianischer Stürmer, G-Typ. Spezialfähigkeiten verbessert, goldener Adlerschuss. Spieler vom Geschicklichkeitstyp, Angriff plus 5. Okay, ist jetzt nicht so nice. Goldener Adlerschuss hört sich gut an. Santana wendet auch natürlich. Wirft bis zu zwei Gegnern um, die sich in der Flugbahn des Balls befinden, verliert nicht an Wucht, auch wenn der Ball aus großer Distanz geschossen wird. Okay, das ist nice. Umwerfen und man kann ihn quasi vom eigenen 16er schießen und er verliert nicht an Wucht. Könnt ihr mir vorstellen, das könnte eine Waffe sein. Oh, Suarez, einer von den Mexikanern. Das finde ich cool, weil die Mexikaner mag ich irgendwie total gerne, obwohl die wahrscheinlich nicht so gut sind, aber ich mag die als Charaktere ziemlich gern. Die Werte sehen jetzt auch nicht so mega nice aus. Kombination mit Arbes, 15% mehr Eigenschaften. Gezeitenwellen-Tackling. Ach du Schande. Du brauchst für dieses Tackling 5 Spieler im Team, damit du das einsetzen kannst. Garcia, Suarez, Zaragoza, Arbes und Lopez, also alle Mexikaner. Sind das alle? Ich glaube, es sind nicht alle. Ich glaube, da fehlt noch der Keeper fehlt noch. Aber zieh euch mal rein, ihr braucht 5 Spieler, damit ihr es einsetzen könnt. Ich glaube, das ist wirklich schwer einzusetzen. Fittendribbling und die 5 Soldaten der aztekischen Sonne. Auch da brauchst du natürlich alle 5 Spieler. Ich glaube, es haben alle von den Spielern. Ich glaube, ich habe jetzt 3 oder so davon. Also für mich noch nicht einsetzbar. Ja, aber nehme ich gerne mit, um ihn zu haben, würde ich sagen. Letzter Transfer. Das war enttäuschend. Nochmal ein Yuga, der uns nichts bringt. Wir haben ja noch einen Victorino bekommen, den ich schon habe. Mal eben gucken, was für einer das ist. Hochgeschwindigkeits-, Abfangtechnik, Tackling und Dribbling. Nice, ein Stürmer ohne einen Schuss. Finde ich gut. Ironie. Sieht man hier eigentlich, ob die Potenzialentwicklung haben? Sieht man gar nicht, ne? Das ist schade. Achso, ich bin jetzt auf dem gleichen Gang, ich trottel. Wenn ich jetzt wüsste, ob irgendeiner garantiert eine hätte, könnte ich ja durchgehen. Das ist ärgerlich. Wir gehen jetzt nochmal kurz und gucken uns nochmal alle Spieler in der Übersicht an, die wir heute gekriegt haben. Spieler, dann machen wir einfach den Filter auf. Ja, Training ist okay, die Einstellung, weil wir ja eh alle trainieren können. Die sind ja alle noch nicht austrainiert. Dann machen wir hier einfach mal alle Filter weg. Stellen auf SR und machen sortiert nach aktuellstem. So, die Ausbeute von heute sind echt viele SSR-Spieler. Ich bin gespannt, ich werde auf jeden Fall meine Teams einbauen und euch berichten, wie es sich anfühlt. Ihr könnt natürlich gerne mal eure Meinung dann da lassen zu den Spielern, wenn ihr mehr dazu wisst, ob da was Gutes bei war für mich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Tschüss, euer Tywald. Ciao.